Adam, machst du dir viele Gedanken? Dann vergiss nicht, was zählt, bist du. Du. Aber wer bist du? Was willst du? Was ist deine Aufgabe? Die Antworten sind alle hier. Hier in deiner Stadt. Schau dich um und genieß den Tag. Mr. Newman. Miss, Hallo, Mrs. Patrick. Na, kleiner Mann? Einen schönen Schrecken haben Sie uns da eingejagt. Was? Ja. Gerade noch mal gut gegangen. Das Fahrzeugsystem muss ausgefallen sein. Naja, einfach nicht mehr drüber nachdenken. Einen schönen Tag, Mr. Newman. Ihnen auch, Mrs. Patrick. Alles in Ordnung? Ist nur ein Geohazard. Ja. Hattest du Angst? Vielleicht ein bisschen. Sie werden häufiger. Das glaube ich nicht. Und stärker. Was ist das? Keine Ahnung. Schon mal irgendwo gesehen? Nein. Was hat der Mann damit gemacht? Ich weiß nicht. Das ist sowas wie ein... Keine Ahnung. Du solltest es zurückgeben. Erstmal reden wir mit Dr. Sykes. Wem möchtest du ein Geschenk machen, Adam? Meiner Frau, Amy Newman. Diese Halskette würde Amy gefallen. Was denkst du? Ja, doch, ja, wahrscheinlich. Gut, was soll's, ich nehme sie.
Nicht so schnell. Wir haben Zeit. Komm, wir laufen noch ein bisschen durch den Park. Willst du mal Henry steuern? Ja, gib mal her. Guten Morgen, Mr. De Palma. Morgen, kleine Qualle. Flieg doch mal um die Skulptur. Das machst du sehr gut, Adam. Sieh mal, die Fische. Kann ich sie füttern? Nimm den Snack. Aber behalte noch was für dich. Die schwimmen immer dasselbe Muster. Immer im Kreis. Das wirkt nur so. Ich wäre auch gern ein Fisch. Nur so zur Abwechslung. Irgendwann ist das möglich. Irgendwann vielleicht. Ganz sicher. Willst du mal Henry steuern? Jetzt nicht. Wir kommen zu spät. Möchtest du Musik hören, Adam? Okay. Kein Vogel. Bitte? Ich sitze hier seit einer Stunde. Kein einziger Vogel. Sehr schön. Was haben Sie gegen Vögel? Ihr Geschnatter. Das lenkt ab. Man muss sich konzentrieren. Das wissen Sie doch. Kennen wir uns irgendwoher? Wie meinen Sie das? Kennen? Ob wir uns schon mal getroffen haben? Das müsste aber eine Ewigkeit her sein. Eine Unendlichkeit. Unendlich oder unaufhörlich? Das ist der entscheidende Unterschied. Jedenfalls gut, dass Sie auch hier sind. Ich kann nicht folgen. Bitte entschuldigen Sie. Mr. De Palma braucht Ruhe. Ich habe Ruhe. Darum geht es doch. Ich habe endlich Ruhe. Ich gehe schon. Vielen Dank, Mr. Newman. Kommen Sie, Mr. De Palma. Nein, ich gehe nicht zurück. Niemand hat vor, Sie zurückzubringen. Ich bleibe hier sitzen. Na los, geh schon. Ich brauche dich nicht. Wie Sie wünschen, Sir. Willkommen im Kurtz Recreation Center. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt.
Willkommen zurück, Mr. Newman. Was können wir für Sie tun? Tut mir leid, ich weiß, wir sind spät dran. Überhaupt kein Problem, Sir. Ich bringe meinen Sohn, John. Dr. Sykes möchte... Vielen Dank, Sir. Sie können John in 4 Stunden wieder abholen. Genießen Sie den sonnigen Tag.